In der Hintergasse in Bad Emstal betreibt Christine Labuda ihre Töpfereiwerkstatt, in der sie seit 30 Jahren Tassen, Schalen und sonstige Gefäße töpfert. Für die 70-Jährige ist der Beruf der Töpferin ein ganz besonderer. Das Besondere an den Töpfern, also ich finde immer, man hat da so einen Klumpenton und weiß aus diesem Klumpen ganz genau, was man machen will. Und das geht dann auch. Es braucht zwar eine Menge Übung, da während meiner Lehrzeit ist also oft aus einem groben Teller geworden, aber nein, das ist das Faszinierende. Zunächst wird durch das Klopfen die Luft aus dem Ton geschlagen. Anschließend zentriert Christine Labuda den Tonklumpen auf ihrer Drehscheibe, um kurz danach den Boden des Kruges zu formen. Diesen Vorgang nennt man Durchbruch. Mit sehr viel Feingefühl und Geduld formt Christine Labuda einen Krug und gibt ihm den letzten Feinschliff. Zum Abschluss kommen zwei sogenannte Schnäuzchen an den Rand des Kruges. Es ist wichtig, dass der Draht, das ist ein einfacher Blumendraht mit zwei Stückchen Papier drum, dass der gedreht ist. Wenn der nicht gedreht ist, entsteht beim Abschneiden ein Vakuum, so nicht. Nach der Trockenzeit ist der Krug lederhart und kann zur weiteren Verarbeitung abgedreht werden. Dabei wird der untere Teil des Kruges rund geformt. Aus einem weichen Tonstück formt die Bad Emstalerin anschließend einen Henkel. So, jetzt ist es gleich ein Henkel. Aus einer Mischung aus Ton und Kobalt malt Christine Labuda Muster auf den lederharten Krug. Dabei verwendet die 70-Jährige Fragmente der Schickermalerei, die früher in Nordhessen üblich war. Durch den Glattbrand im Ofen bekommt das Muster den typischen Blauton. Die Töpfe müssen ungefähr eine Woche getrocknet werden. Und wenn sie ganz trocken sind, kommen sie in den Ofen und werden bei 900 Grad gebrannt, das heißt geschrüht. Wenn der Ofen bis auf ungefähr 70 Grad oder 60 Grad abgekühlt ist, mache ich ihn auf. Und dann werden die ganzen Töpfe, die hier gestapelt waren, rausgeräumt und glasiert. Und wenn die Töpfe glasiert sind, werden sie nochmal reingestellt in den Ofen und bei 1255 Grad gebrannt. Die hohe Brenntemperatur ist wichtig, damit die Keramik widerstandsfähig wird. Für ihre Tongefäße verwendet Christine Labuda zwei unterschiedliche Tonsorten. Ich habe zweierlei Ton. Einmal einen weißen Ton und einmal einen Ton mit Pyrit. Pyrit besteht aus Schwefel und Eisen, das in den Ton gemischt wurde. Der Schwefel verflüchtigt sich schon beim Sprühbrand und das Eisen bleibt. Interessierte und Neugierige können sich selbst ein Bild von Christine Labudas altem Handwerk in der Hintergasse in Bad Emstal machen.